Okay, ich fange mal an. Also das ist Lars, der Sänger von Fräulein Paula. Wir zusammen sind die Band Fräulein Paula. Das ist unser Schlagzeuger, Lennart de Jong. Das ist unser Gitarrist, Leadgitarrist, Rias Lunte. Und das ist Mehdi Jamal, unser Bassist. Also ich würde musikalisch sagen, bewegen wir uns irgendwo zwischen Tokotronic und Tomte mit Einflüssen vieler verschiedener Bands. Von Sonic Youth über Tonsteine Scherben, Querbeat. Allerdings finde ich nicht ganz so wie Tomte, sondern eher in Richtung Sterne oder so. Also weniger ja, Tomte, mehr Sterne. Ja, das, ja, da muss ich hinweggehen. Also wir treten heute im Magnetenclub auf in Berlin-Kreuzberg. Heute dürfte der, ich glaube, der 14. 12. Heute ist der 12. April. Ich bin zeitlos. So ewig auf Tour, da passiert das schon mal. Ja. Also wir sehen es schon als Berufsweg an, den wir verfolgen wollen und sind auch bereit, alles dafür zu geben, damit erfolgreich zu werden und auch davon leben zu können, was, glaube ich, entweder, da sind wir uns noch nicht so ganz einig, entweder eine Indie-Produktion ausmacht oder ein Plattenlabel. Das wird sich in Zukunft noch entscheiden. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir heute unseren absoluten Durchbruch haben werden. Auf jeden Fall entdeckt werden und die einzelnen Belattenbosse werden sich um uns streiten. Nach dem Blick heute im Magnet am 12.04. Wir können uns eigentlich unseren Plattenvertrag selbst schreiben. Wir müssen ihn nur noch unterzeichnen. Und so. Das haben wir dann auch schon getan. Wir werden auf jeden Fall Überzeugungsarbeit leisten heute. Aber werden wir machen. Wird schon ein guter Gegner. Ja. Von uns kann heute niemand mehr sagen, wie es damals dazu kam. Das Ziel ist geil, bereits erreicht, es kam uns auch nichts anderes an. Von uns kann heute niemand mehr sagen, wie es damals dazu kam. Das Ziel ist geil, bereits erreicht, es kam uns auch nichts anderes an. Das Ziel ist geil, bereits erreicht, es kam uns auch nichts anderes an. Das Ziel ist geil, bereits erreicht, es kam uns auch nichts anderes an. Das Ziel ist geil, bereits erreicht, es kam uns auch nichts anderes an. Vielen Dank. Herzlich willkommen heute Abend hier im Magnetclub in Berlin. Als Vorband von Pilomat. Das nächste Stück, so nennen wir es, eine Frage dieser Art. Wir wünschen euch viel Spaß. Frage dieser, warum hast du nichts gesagt? Es ist kalt, wird er wissen, das bleibt ihm nicht erspart. Wir wissen, was es ist und worum es geht. Doch das hat dich zu heißen, weil das eh nicht versteht. Er wird denken, musst du wissen, nur wie weit es jetzt klar. Was dann übrig bleibt, sind sicher nicht mehr als nur ein paar Stunden, in denen er grübelt und dann fängt der ganze Schwachsinn wieder von vorne an. Das ist nicht relevant, zumindest nicht für ihn, denn er wusste seines Lebens, sagt sowieso nicht wohin er gehen soll, wenn's brennt. Es ist ja so eine Sache, die wohl jeder hier kennt. Sich befreien und selbst will er sich nicht. Dazu müsste man ihn reizen, was wohl gegen ihn spricht. Sie halten ihn im Zaum, halten ihn im Bann, fesseln sein Verstand mit ihrem scheiß Fernsehprogramm.
unser letztes Stück. Unser allerletztes Stück. This place is endless. Begründe und halt sie fest, die Gründeskinder, schluck die Tablette der Verdammnis und stelle fest, dass es egal ist. Einfach hier in diesem Bündnis. You can trust me, this place is endless. Verstehen, was wir verstehen sollen. Verstehen, was existiert, und muss begreifen, was hier passiert. Darfst nicht die Augen vor dem verschließen. Du musst dich begreifen und
und es genießen. Vielen Dank, Fräulein Paula. Ich fand den richtig gut. Ich war sehr davon überrascht, wie gut auch der Sound war, dass der Sänger mal zu hören war. Sonst hat man ja mal ein paar Probleme, dass es ein bisschen schlechter die Texte zu verstehen waren. Aber dieses Mal war es richtig, richtig gut. Und ich fand den Auftritt richtig toll und war begeistert. Mir haben die Feedbacks auch sehr gut gefallen beim letzten Song. Ja, dass man ja oft bei anderen Bands so ziemlich genervt davon ist, von so langen Liedern, die dann irgendwie 8 Minuten gehen und von den ganzen Feedbacks und so. Und bei Fräulein Paula passt das einfach so gut, deshalb ist man es nicht. Wir haben uns zwar ein bisschen verspielt, aber das ist normal. Das ist geil, das Trash, das Rock, das macht den Live-Auftritt aus. Also ich denke, trotz der Verspieler haben wir uns nicht zu Schulden kommen lassen, auch überzeugt. Ja. Also uns selbst überzeugt. Ich weiß nicht, wie es nach außen wirkt. Also wir haben 75% heute gegeben und nach außen kam es 200. Ja. Millionen. Und jetzt warte erstmal, wenn wir 100% geben. Das